Hallo und herzlich willkommen zu Näh mit mir. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese coole Hülle, diesen coolen Bezug für eure Wärmflasche nähen könnt. Ich finde es richtig einfach zu nähen. Den könnt ihr wirklich machen, wie ihr möchtet. Ich habe zum Beispiel jetzt hier den Verschluss hier oben gemacht mit dieser Öffnung und dem Gummiband. Aber ich habe auch in dem Video eine andere Variante erklärt, wo man halt hier hinten einfach den Verschluss hat. Ja, und den könnt ihr aus jedem Stoff nähen, den ihr möchtet. Aus Vlies, aus Jersey wie ich. Das ist komplett egal. Und ja, ich finde, das ist einfach ein richtig cooles Projekt. Das geht auch super schnell. Dann viel Spaß. Alles, was ihr für dieses Projekt braucht, ist eure Wärmflasche, Gummiband, ein paar Stecknadeln, die Stoffschere und den Stoff eurer Wahl. Ich sag hier Stoff eurer Wahl, weil ich mache das jetzt zwar aus Jersey, aber ihr könnt das aus jedem Stoff machen, den ihr möchtet. Zum Beispiel, manche mögen es einfach lieber, wenn diese Wärmflaschen Hüllen aus Vlies sind oder aus irgendeinem richtig weichen Stoff. Ich finde Jersey halt sehr praktisch, weil das dehnbar ist. Das ist jetzt nicht zu dick. Ich finde Wärmflaschen halt ja so schon sehr warm. Und ich finde auch, wenn man den richtigen Jersey-Stoff wählt, ist der sehr weich und von dem Wohlgefühl, sage ich mal. Also der fühlt sich sehr gut an. So, der Schnitt selber ist auch ziemlich einfach. Und zwar legt ihr einfach eure Wärmflasche auf den Stoff und schneidet das dann von der Form her so aus. Moment, ich zeig das mal. So, also ich habe hier überall eine Zentimeter Nahtzugabe gelassen. Meine Wärmflasche hat hier unten jetzt noch so einen komischen Nuppel-Ding hier. Die meisten haben das ja nicht, dann ist es unten einfach gerade. Man hat das jetzt, deswegen nähe ich das auch wirklich in der Form. Ich habe überall so 1,5 oder 1 cm Nahtzugabe gelassen. Oben macht ihr einfach einmal einen Knips, da wo das halt enger wird, auf beiden Seiten und halt auch in allen Stoffen, damit ihr auf, in allen Stoffen halt wisst, wo halt dieser Knips ist. Genau, ihr lasst das aber hier oben breit. Ihr könnt es natürlich auch auf Form schneiden, dann müsst ihr aber beim Hinterteil hier irgendwo eine Lücke machen, wo ihr halt die Öffnung sozusagen habt, wo die Wärmflasche dann reinpasst. Ich mache die einfach hier oben rein, deswegen habe ich hier oben noch ein Stück übergelassen. Das wird umgeschlagen, das wird der Saum. Dann das Gummiband, das braucht ihr nicht, wenn ihr wie gesagt auf Form näht und die Öffnung lasst. Ich verwende das Gummiband, damit das halt hier oben so ein bisschen enger sitzt dann. Dafür nehmt ihr einfach ein Gummiband, was hier einmal locker drum passt, also im ungespannten Zustand. Und guckt, dass wenn ihr das Gummi doppelt legt und dann dehnt, dass das wirklich auf diese Länge passt von dem Stoff halt. Der erste Schritt ist wieder mal, dass ihr das einfach rechts auf rechts legt, also mit den schönen Seiten nach innen. Und zwar so aufeinander. Und dann könnt ihr das auch einmal komplett bis auf diese obere Kante zusammennähen. Guckt dabei, dass diese Knipse wieder genau aufeinander liegen. Am besten macht ihr das mit Stoffklammern, also das Feststecken. Ich habe jetzt keine, deswegen verwende ich meine Stecknadeln. Ihr müsst halt aufpassen bei Stecknadeln, zum Beispiel bei Jersey-Stoff machen die öfter Löcher. Also guckt, dass die wirklich spitz sind und nicht irgendwie stumpf, dass es gute Stecknadeln sind. Sonst reißen die so kleine Löchlein da rein. Bevor es losgeht, achtet wieder mal drauf. Je nachdem, was für einen Stoff ihr verwendet, müsst ihr auch den Stich und die Nadel hier umstellen. Zum Beispiel verwende ich jetzt eine Jersey-Nadel und den Stretch-Stich G.
Nach dem Nähen könnt ihr das Ganze auch mal wenden und versuchen, die Wärmflasche reinzutun, um zu schauen, ob alles passt. Danach wendet ihr es aber wieder zurück. Nehmt dann euer Gummiband, schneidet das einmal in der Mitte durch. So. Und dann am besten könnt ihr jetzt noch eure Markierung erkennen. Ich kann das so. Und steckt ihr die auf beiden Seiten hier einmal fest. Wir versuchen das Ganze nämlich jetzt erstmal so zu machen, dass man von außen nicht die Naht sieht. Wenn das nicht klappt, dann können wir es dann nachher immer noch ändern. Aber als erstes näht ihr jetzt erstmal hier an den Seiten das Ganze ein paar Mal hin und her fest. An beiden Seiten. Dann dreht ihr das Ganze um und macht das nochmal von der anderen Seite. Ihr könnt das natürlich auch schon automatisch in einem Schritt machen. Ich finde aber, dass es dann vielleicht verrutscht oder so, deswegen mache ich es lieber einzeln. Das Gummi ist jetzt jeweils an beiden Seiten festgenäht. Ich wende das jetzt alles mal vorsichtig so. Und dann probieren wir mal, die Wärmflasche reinzutun. Unten sieht es cool aus. Man sieht, hier ist auch noch Platz für, wenn die Flasche voll ist. Nur hier beim Gummizug sieht es halt noch nicht so cool aus. Das zieht das zwar hier in den Ecken zusammen, aber weil das Gummi nicht am Stoff fest ist, sieht das ein bisschen komisch aus. Ich dachte, wir können das vermeiden, dass man halt außen hier diese gelbe Naht sieht. Aber ich habe den gelben Farben mit Absicht gewählt, damit das halt zu diesen gelben Details in dem Stoff passt. Also werde ich jetzt nochmal den Gummi komplett festnähen. Ich habe meine Maschine jetzt wieder auf einen geraden Stich gestellt. Das soll ja von außen cool aussehen. Jetzt gehe ich hier so rein, dass man halt nur diese eine Lage erwischt. So. Ich nähe zwei Linien, das heißt einmal hier oben am Gummi und einmal unten. So. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr das Gummi halt beim Nähen selber sehr zieht, dass es sich gleichmäßig verteilt. Ihr könnt auch vorher irgendwie in die Mitte eine Stecknadel machen oder an mehreren Stellen, dass das gleichmäßig aufgeteilt ist. So, ich habe die Wärmflasche jetzt nochmal reingetan. Wie gesagt, nach dem Nähen sieht das jetzt viel besser aus. Also das ist mehr gerafft hier und sieht mehr aus wie die Form der Wärmflasche. Der letzte Schritt ist jetzt noch hier diesen Saum umzuschlagen. Und zwar schlagt ihr den einfach nach innen um und näht den hier an dem Gummiband von Hand fest. So sieht man halt überhaupt keine Naht hier oben und ich finde, das sieht einfach ordentlicher aus. Also ich schlage das um und nähe das dann mit einem Handstich einfach hier oben an diese kleine Nahtzugabe des Gummis. Passt beim Zunähen auf, dass halt wirklich ihr nur hier durch dieses Gummi stecht und nicht durch hier den Stoff, damit man außen nichts sieht. Also wirklich immer nur hier durch das Gummi und oben durch den Stoff. So, ich habe die Wärmflasche jetzt auch mal gefüllt, um zu schauen, wie das dann aussieht, ob das dann trotzdem reinpasst. Ich finde, das ist richtig cool geworden. Die Hülle ist richtig süß, auch mit diesem kleinen Lama-Alpaka-Muster hier. Und ja, wie gesagt, ich habe hier unten jetzt noch dieses Teil hier gemacht. Ihr könnt das auch, wenn ihr eure Wärmflasche das auch hat, euch das aber nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch einfach das ganze Ding gerade nähen. Dann klappt das halt einfach um, wenn ihr die Wärmflasche hier reinsteckt. Ich finde auch hier oben sieht das richtig ordentlich aus. Ich finde auch dieser gelbe Garn wirkt richtig cool, vor allem mit diesem Muster hier. Und ja, das ist richtig ordentlich hier oben. Man sieht nichts von der Naht. Hier innen sieht man jetzt natürlich so ein bisschen, wo das hier an dem Gummi festgenäht wurde, aber von innen sieht man das Ganze ja sowieso nicht.
Genau, ich finde, das ging auch wieder super schnell. Das ist wieder ein richtig cooles, einfaches Projekt, auch für Neuanfänger. Und so eine Wärmflaschenhülle braucht ja jeder mal. Die können in jedem verschiedenen Muster, Farben, Stoffen machen. Und deswegen ist es einfach voll das coole Projekt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Also ich freue mich immer, wenn ihr kommentiert. Und ja, wenn ihr weitere solcher Videos sehen möchtet, abonniert doch gerne meinen Kanal. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch nie wieder ein neues Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!